Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge The Book of Unwritten Tales. Heute wieder zusammen mit der Simone. Hallo Simone. Ja, wir versuchen hier gerade herauszufinden, wie wir diese Karte da von der Wand bekommen. Denn wir kommen so nicht dran. Ein Versuch ist es wert. Huch. Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Tja, wir könnten uns einen Flugfisch aussetzen. Allerdings weiß ich nicht, wie wir den gestartet bekommen. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Eine Blume, die wir düngen können, haben wir auch nicht. Eiszapfen, wir können den Eiszapfen auch nicht auf den anwenden. Kaffeekanne. Hier ist jetzt nicht so viel zum Holen. Wir müssen nochmal in die Küche gehen, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt. So, was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas... Ja, hat sich aber nichts verändert im Dingsbums zum... Im Gegensatz zu vorher. Da... Ah ne, das ist das Fenster. Okay, also hier ist jetzt nichts, was wir irgendwie machen können, oder? Ne, wir brauchen einen Helm und einen Fallschirm. Wo sollen wir den denn suchen? Vielleicht im Wald? Also die Karte wissen wir, aber wir wissen nicht, wie wir den ablenken können, den Kellermeister. Also ich würde sagen, der Roboter, der ist das Rätsellösung, dass wir den irgendwie auf den Kellermeister ansetzen sollen, dass er hinter dem her läuft. Allerdings brauchen wir irgendwas vom Kellermeister. Das heißt, wir müssten irgendwie eine Schere haben oder sowas. Haben wir aber nicht. Können wir den Bart zum Wachsen bringen mit dem Superdünger? Nee, können wir auch nicht. Dann müssen wir, glaube ich, erst nochmal rausgehen. Ja. So. Können wir woanders hingehen? Wir können mal gucken, ob es da noch was gibt. Ich kann unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Das verstehe ich. Ja, da hat man ja keinen Bock drauf. Aber vielleicht kommen wir ja hier hoch, ne? Kommt man irgendwie auf das Gerüst? Wir brauchen einen Fallschirm. Da ist eine aufgespannte Plane am Gerüst. Eine Plane könnte man vielleicht zum Fallschirm umbauen. Dann nimmt doch die Plane. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Aber man kann sie doch nehmen, hast du doch eben, war doch eben das Symbol da, oder? Ja, aber dann müssen wir wahrscheinlich erst noch irgendein Werkzeug einsetzen für unseren Fisch. Unser Eiszapfen. Aber da war doch eben eine Hand, oder? Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Ja, aber da liegt auch... Nimm die aufgerollte Plane mit. So, das war die Plane. Aber war da nicht auch gerade irgendwas mit Faden? Oder habe ich mich da verlesen? Ich dachte, da wäre irgendwas auch mit Faden noch gewesen. So, die Plane verbindet. Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Also mal Fallschirm. Ein Fallschirm. So, Fallschirm hätten wir schon mal gebaut. Wir brauchen noch einen Helm. Wir brauchen noch einen Helm. Den Helm von der Statue werden wir wahrscheinlich nicht benutzen können. Also nochmal ins Haus gehen oder nochmal in der Bastion gucken? Schwierig. Gehen wir nochmal ins Gnomenhaus. Vielleicht finden wir da einen Helm. Wir gehen mal hier unten hin.
Ja, wir gehen aber ins Gnomenhaus. Vielleicht kann man ja den Blumentopf als Helm benutzen. Warte mal, haben wir denn schon alle Zimmer durchprobiert? Nee, haben wir nicht. Wir haben noch nicht das Schwesternzimmer durchprobiert und das Elternzimmer, weil die sind ja nicht da. Wir gucken noch mal in der Küche nach. Ja. Unsere Küche. Geh doch mal ein Stück zur Seite. Also es gibt ja hier eine Mühle, eine Getreidemühle. Nee, geh mal ein bisschen zur Seite, dass wir da reingucken können. Es gibt eine Getreidemühle. Gibt es irgendwas, was wir zermahlen? Können wir denn den Superdünger einfach in die Erde schütten? Warum sollte ich Blumenerde ohne eine Pflanze darin düngen? Ja, du hast recht. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Nehmen, du kannst sie nehmen. Sehr gut, dann tun wir die jetzt mal einpflanzen. Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen Hand voll Gerstenkörner anfangen soll. Wozu brauche ich dann zwei? Können wir das mit irgendwas kombinieren? Warte mal, so? Nee, so? Nee, geht nicht. So, also wir brauchen noch einen Helm und wir brauchen noch die Karte. Ja. Wo kann man denn den Helm finden? Zeitmesser. Der Zeitmesser hilft uns aber auch jetzt erstmal nicht. Da ist ein Stuhl. Stand der da vorher? Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Nö, so gar nicht. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Ich weiß schon nicht, was ich mit der ein... Schade, er will das nicht einpflanzen. Gut, dann... Warte mal, den Meister Propper, Meister Malin können wir auch mitnehmen. Ach, das war die Schere. Ah, eine Schere. Und jetzt haben wir auch den Reiniger mitgenommen. So. Haben wir sonst noch was? Haben wir uns eben angeguckt und haben es dann nicht mitgenommen. Das ist eigentlich eine Schande. So, jetzt müssen wir wieder rüber, weil jetzt haben wir eine Schere. Aber mit der Schere können wir ja nichts anfangen. Doch, wir können dem Zwerg ein Stück vom Bart abschneiden. Das ist zwar sehr brutal. Also, eigentlich macht das ja niemand. Im Zwerg schneidest du nicht was vom Bart ab. Das geht ja gar nicht. Aber wir sind verzweifelt. Nein, ich kann doch nicht. Oder ich, doch? Oder doch? Dafür komme ich in die Hölle. Garantiert. Das gibt man jetzt dem Roboter und damit leckt man den jetzt ab. Das funktioniert. Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Garantiert. Oh, oh. Hallo? Stopp! So war das nicht. So, jetzt kümmert sich Karte. Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Ich mochte den Kellermeister. Das war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen. alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, das tat gut. Endlich mal wieder was los hier. Das muss hier feiert werden. So,
jetzt ist er natürlich abgelenkt. Jetzt will er erstmal was trinken. Wir hätten ihn natürlich auch noch, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, darauf hinweisen können, dass ein Stück von seinem Bart fehlt. Ja, das wäre zu brutal gewesen. So, da kommen wir immer noch nicht dran. Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Ich hab sie. Eine Landkarte der Region. Jetzt brauche ich nur noch einen Helm und einen Fallschirm. Was? Aber ich hoffe, dass ich den Fallschirm nicht benötige. Boden unter den Füßen ist eine feine Sache. Ja, den Fallschirm haben wir ja schon. Plane mit Seil. Ja. Plane mit Seil. Das heißt noch nicht Fallschirm. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas mitmachen. Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefels, der Stadt der Menschen. Mhm. Okay. Also eigentlich ist das ja schon ein Fallschirm hier, oder? Ja, natürlich. Warte mal, Sekunde. Wir können den natürlich noch an den Rucksack binden, dann haben wir einen richtigen Fallschirm. Mal sehen. Ich ziehe das Seil durch die Ösen am Rucksack. Ja, das müsste gehen. Na bitte, ein Fallschirm. Na also, da hätten wir schon mal zwei Sachen gelöst. Zwei von drei Ausrüstungsgegenständen habe ich damit schon mal. Fehlt noch das Wichtigste. Wieso sollte man das an den Rucksack binden? Das ist doch komisch. Naja, ein richtiger Fallschirm braucht ja schon eine Tasche, wo er drin ist, damit er dann so dann rausflupsen kann und dann sich aufspannen kann und so weiter. So, wir brauchen noch einen Helm. Was haben wir denn dabei, was helmig aussieht? Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger und der Schmutz ist wie weggezaubert. Ah, ich weiß nicht. Wenn ich doch auch nur zaubern. Bei mir Schmutz weg in der Küche? Ja, wir könnten jetzt ganz gemeinsam. Wir haben ja, nachdem wir den. Oh, der Arme, guck mal, der liegt da auf dem Boden. Ja, den hat's zerfetzt. Aber guck mal, wir könnten jetzt den Zwergenreiniger. Wir könnten den Zwergenreiniger da reintun und den Schleim wegmachen und dann den Helm als. Den Topf als Helm nehmen. Ich komme nicht nah genug ran. Er würde nach mir schnappen und schleimen. Also gut, dann machen wir doch einfach mal Zwergenreiniger. Hier Merlinreiniger Hand. Damit sind Fernkampfangriffe auf Bakterien und Milben möglich. Der Topf könnte ein hervorragender Schleim kann böse. Ah, Moment, Entschuldigung. Ich muss mal natürlich erst den Helm auswählen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja. Kippe das antibakterielle Spülmittel in den Kochtopf. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Eigentlich schade, dass es so böser Schleim war. Das war auf jeden Fall ein Radschleim von der Schleimrange. Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. So, dann machen wir das doch mal. Aber warte mal, komm doch mal kurz zurück. Ich wollte noch einen Screenshot machen. Aber, naja, gut. Dann mal los. Dann mal los zu Opa. Ich bin gespannt, was da so passiert. Über die tolle Treppe nach unten. Und abwärts. Die Treppe finde ich toll. Ja. So, wir reden mal mit Opa. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Der Arztmagier der Menschen, wer ist das? Der Kellermeister will uns nicht helfen. Ich habe einen Helm gefunden, ich habe eine Landkarte gefunden, ich habe einen Fallschirm gefunden. Dann fangen wir einfach mal mit dem Helm an, oder? Ja. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf.
Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Ach, pappalapapp. Der Helm muss reichen. Aber ich habe eine Landkarte. Ja. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Und ich habe auch den wunderschönen Fallschirm gefunden. Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Ja. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Was haben wir auch nicht selber gemacht, auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Leben anvertrauen, aber... Natürlich nicht. Natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Na, wir haben doch was, oder? Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug. Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Schon klar. Ja. Klar, alter Mann. Bla bla. Ja, die Zahnräder haben wir doch gesehen, aber... Ja, das Zahnrad ist ja das Leichteste, das super Dingsbums geritzelt und gedreht und linksbündig und so weiter. Ja, aber hast du's gesehen? Ja. Eine Werkzeugkiste. Ich bin mir ganz sicher, die Werkzeugkiste stand vorhin noch nicht da. Ja. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Oh, sein Ausgehwerkzeug. Der feine Herr. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Flugmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Wir hatten Zahnräder irgendwo gesehen. Wo war das gewesen? Das war da vorne links, aber das... Stimmt, wir haben hier einen Schraubstock. Das heißt, wir können da was schraubstockisieren. Werkzeug haben wir schon mal. Aber diese Zahnräder können wir nicht anklicken. Das heißt, es muss irgendwo anders noch ein Zahnrad geben. Gehen wir zum Kellermeister wegen dem Zwergenbier, würde ich sagen. Ah, genau. Das machen wir. Aber mit der Kochtopf steht uns wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja, das ist... Sieht nicht irgendwie Haute komisch Couture. Aus. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Wie haben Sie den GHRX 100 besiegt? Mein Opa glaubt auch, dass der Ring wichtig ist. Ich hätte da mal eine Frage. Es geht um Zwergenstarkbier. Das machen wir. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört?
Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, über vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Können Sie mir sagen, wie man Zwergenstarkbier braut? Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Brauchen Gerste. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen. Ja. Nach der Keimruhe aufschwellen. Das Grünmalz darren. Schwelken und abdarren. Schroten. Passt ja auf, dass die Spelzen erhalten bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen. Natürlich im Dekoktionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen. Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Treberkuchen laufen lassen. Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen. Und den Hopfen hinzugeben. Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen. Und den Heißtrub entfernen. Hefe anstellen und gären lassen. Dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Aha. Stopp. Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Wieso? War doch bisher leicht. Wie du meinst. Das war doch leicht jetzt. Können Sie vielleicht das Zwergenstarkbier für mich brauen? Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tu ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter. Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Wer hätte das gedacht? Würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Ja, du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Haben wir. Das ist alles? Den Eis. Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Aber werde ich alles besorgen. Hopfen haben wir nicht. Wasser können wir besorgen hinten. Wir reparieren gleich die Pumpe. Wo soll ich den Hopfen hernehmen? Fragen wir ihn. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nö, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Ah, das gibt's einen Sack in der Küche. Muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also. Okay. Ich habe einen großen Handwerk. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Ja. Kann man die fürs Brauen benutzen? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Und dann noch den Eis. Aha, Kristallglas Wasser. Ja, aber den, wir haben doch den... Eiszapfen. Ja. Aber den Eiszapfen können wir noch... Warte mal. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Ich glaube, wir müssen erst schmelzen. Jojo! Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel.
Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Ja, und ich würde sagen, dass ich mir schon vorstellen kann, was wir mit der Hopfendolde anstellen können. Allerdings nicht mehr heute, sondern erst morgen in der nächsten Folge. Denn leider ist die Zeit schon wieder rum. Und wir müssen uns für heute verabschieden. Ich hoffe, ihr guckt morgen auch wieder zu. Bis dann, macht's gut. Tschüss.